colors, what I need. Ich bin bereit. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Es ist ja gar nicht mehr von der Kartoffel, weil ich bin ja keine Kartoffel mehr. Oh, shit. Wie nennen wir das denn jetzt? Von einfach Kalle zu Kalle? Von Kalle zu Superkalle oder ja, so. Ja, irgendwie so. Wir brauchen einen coolen Namen. Ja. Du bist ja derjenige, der mit mir dieses Format ins Leben gerufen hat. Es hatte begonnen. Ich war derjenige, der es so verkackt hat, dass alle danach jetzt immer unglaublich gut aussehen darin. Ne? Ja. Ich habe das Coaching mit Sola gesehen. Sah fast aus, als wüsste er, worüber er redet. Das stimmt. Schrecklich. Aber ich bin halt nach wie vor scheiße. Aber das ist kein Problem, denn jetzt wollen wir natürlich mal uns wieder um die Mitte kümmern. Ich sag vorab, ich habe knapp 3 Wochen kein League of Legends gespielt. Und wir haben uns auch diesmal einen leichten Champion rausgesucht. Ja, Gott sei Dank. Wir haben ja schon vieles gemacht. Wir haben schon Annie gemacht. Ja. Wir haben Nico schon gemacht. Mhm. Und deswegen machen wir heute... Zoe. Ja. Aber ja, wir werden Zoe machen. Zoe ist in vieler Sicht, sagen viele, der ist so broken und so leicht. Heute werdet ihr sehen, dass das nicht ist. Oder wir werden sehen, dass Kalle einfach ein Naturtalent ist. Wahrscheinlich ersteres. Mal gucken. Definitiv. Ich wurde jetzt hier geködert, ne? Mit den ganzen Videos, die auf deinen Kanal kommen, wo derjenige, der hier sitzt, immer ein leckeres, kaltes Erfrischungsgetränk mit Hopfen bekommt. Und ich komme hier hin, das Studio pisswarm, 45 Grad, ist egal, ich habe ja mein kühles... Also... Du hast doch da dein Energiegetränk. Ja, mein Energiegetränk ist leider auch lauwarm. Ja, aber das ist nicht meine Schuld. Ja, was ist denn das? Ist aber schon enttäuscht. Und bei Eis und eine Waffel, der hat einen 5.0 von mir bekommen, weil er so gerne Bier trinkt und der Bierkonnoisseur ist. Ach so, okay. Also du bist ja, hier könnte ich so eine Shisha hier hinstellen. Alter, Brudi, ich wäre all in. Man hört das übrigens auch, wenn ihr es mal nachprüfen wollt, bei den alten King of Spandau-Folgen. Bei King of Spandau habe ich mir, wenn es stressig wurde... Habe ich mir ein Köpfchen gemacht. So, ne? Also nach Game 1, wenn Anarchy da runtergelaufen ist, dann habe ich mir ein Köpfchen gemacht. Nee, da war der, glaube ich, noch mit Max. Und das hörst du in den Aufnahmen der anderen. War dann so, auf einmal Ruhe und dann so... Was? Während Intent. Ich habe Intent, also Intent. Mein Brain ist schon quasi auf Inting gepolt. Hier, dieses Bananas in Pyjamas, ne? Warte kurz, wir müssen was bannen. Ich bin sehr langsam Yasuo. Mit sowas. Yasuo. Echt? Ja, einfach Yasuo. Ich bin mittlerweile auch ein Yasuo-Banner geworden. Einfach, weil der Champ mich gigahart... molestet. Ah ja. Du wolltest über Bananen reden. Ja. Bananas in Pyjamas. Hab ich irgendwann natürlich auf YouTube gesehen als Trailer. Ist das wirklich eine Kindersendung, die man guckt, oder ist das eine reine Parodie? Bananen in Wie heißt das denn dann? Das geht hier schon wieder in diese Richtung, dass du Dinge nicht kennst. Okay, also ist das jetzt... Das ist tatsächlich so gewesen. Kulturgut. Also da sind also 2 Bananen in einem Pyjama. Und das ist eine Kindersendung. Ja, die eine heißt B1, die andere heißt B2. Hey, seriously? Ja, und die wohnen zusammen und laufen die ganze Zeit über in so ein Haus rum. Das ist so eine real Sendung. Das ist keine Zeichentrick. Das sind wirklich Leute, die in so einem Bananen-Cosplay rumlaufen alle und miteinander reden. Und die haben auch, glaube ich, die treffen sich ja manchmal mit anderen Früchtchen. What time is it? It's breakfast time! And after the exciting pajama party, they were all very, very hungry. Ich würde Zoe-Anfängern empfehlen, Electrocute zu nehmen. Okay. Dann den Cheap Shot, das ganz links. Ich kenne dich ja, mein Junge, ne? dann das in der Mitte. Okay, Ghost Poro. Ja, nutzt man nie, aber man nimmt es mit, um so zu tun, als wäre ein... Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ganz links. Okay. Dann gehen wir auf das ganz rechts. Dann das in der Mitte. Und was nehmen wir jetzt? Unten Mitte. Du hast noch übel viel Zeit. Unten Mitte. Sehr gut. Jetzt haben wir So, jetzt AP. Ganz links und ganz rechts. Sehr gut. I'm so proud. Oh mein Gott, it's Sylas. Run! Was ist das? Man kann jetzt hier so raufklicken. What? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, hör auf jetzt. Ja, Bananas und Pyjamas ist eine Überraschung. Aber das da, was seit 6 Wochen da ist, ist auch immer neu. Was habe ich dir gerade gesagt? Was habe ich vor 2 Sekunden gesagt? Dass ich seit 3 Wochen kein LOL gespielt habe. Nee, ich bin immer noch bei B1 und B2 hingeblieben. Ich sehe, dass der Timo Main ist. Also prinzipiell ist es so, dass Zoe deswegen auf der Midlane gerade im Competitive so stark ist, weil du einen sehr guten Push hast. Mhm. Das heißt, was du machst, du wirfst den Q nach hinten, läufst nach vorne und hittest die Caster Minions. Okay. Wenn du das richtig machst am Anfang und das 2-mal machst, dann sind die Caster Minions weg. Und diesen Push kann quasi kein Champion contesten, weil der so stark ist, nur außer Aurelion soll vielleicht oder so. Aber ne, bevor ihr die Kommentare, ich kenne sie ja. Und das funktioniert auch gegen Sylas. Das heißt einfach immer, du läufst immer so 2 Schritte zurück,
Schmeißt dein Lasso raus, 2 Schritte nach vorne, schmeißt es, easy going. Grundverständnis auch, die Ultimate ist kein Escape Spell. Also das funktioniert einfach gar nicht. Einfach nie daran denken. Okay. Das muss aus deinem Kopf raus. Item-Mit-mäßig, Dorans, Double Magic Pen, Spaß. Wir beginnen mit dem Q-Spell. Können wir bitte mal einen Trainings-Q machen? Das war schon mal. Also ja, wenn die Minions hier spawnen, also dann auf jeden Fall. Gut möglich, aber gut, dass wir es gemacht haben. So, die Idee ist quasi. Nee, darüber komme ich nicht hinweg. Ich glaube, das war's schon wieder für euch. Ja, das war wieder runter. Du gehst da an diese Kante, ne, ja. Da quasi, schmeißt den Q so ein bisschen Richtung Raptoren. Also man muss jetzt nicht machen, okay. Und dann triffst du die Caster-Minions, ohne die Medians zu treffen, weißt du? Okay. Ah, okay, das heißt einfach an dem vorbei. Ja, das ist quasi, du schießt immer so ein bisschen diagonal, ja. Weil du willst die Caster-Minions treffen, bevor du die Medians triffst. Weil wenn die Medians noch da stehen, steht die Wave angenehmer für dich. Auto-Attack auf Medi-Minion, Q auf die Caster, noch ein Auto-Attack. Dann bist du King. Okay, diagonal gehen. Ja, sehr gut. Ja, werfen. Zack. Ja, guck mal, schon geklappt. Jetzt hast du allerdings nur einen empowerten Auto-Attack genutzt. Das nächste Mal nutzen wir 2. Also sofort auf Cooldown halten hier, ne? Ja, sehr gut. Oh, ja, ein Tor geschossen. Kalle mit dem Treffer. Aber ich habe das mit den Auto-Attacks richtig. Ja, Auto-Attacks war richtig, ne? Wir müssen uns ja steigern. Generell immer du schmeißt den Kühe jetzt nach hinten, nach vorne, das ist richtig, aber du musst auch mit deinem ganzen Körper mitgehen, du musst es fühlen. Okay. So, also vor allem so hier. Ich muss jetzt das hier erstmal. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, okay, jetzt musst du das, Achtung, Kenne-Minion-Akku loswerden, ja, sehr gut. Und jetzt musst du da hin. Du bist gleich Level 3, das ist okay, so lange könntest du auch noch warten, aber ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lane gewonnen. Und jetzt hau das Exhaust auf ihn. Oh, sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Oh nein, das war gar nicht. Ja, weil er weggegangen ist. Ja, aber das war trotzdem gut, ne? Da musst du ein bisschen mehr geduldig sein. Ja. Du hast super viel Zeit, wenn er schläft, ne? Da kannst du echt nochmal einen Kilometer nach hinten gehen und den Q werfen. Okay. Hau ihn einfach mal das Exhaust gleich auf den Kopf. Warum nicht? Wenn du eine Bubble dadurch treffen kannst. Okay. Vielleicht. Ah, nee, jetzt ist Push. Ja, okay. Ja, sehr gut. Jetzt den Q nach hinten. Achtung, Minions im Weg. Ist okay, ist okay. Ich hab mal Ignite, ne? Ja, aber du musst jetzt deine Highpods mal reinwerfen. Achtung, jetzt den Q machen, damit du das Ding kriegst. Das war impressive, du warst vorm Turret-Hit. Ja, weil das ist halt noch nicht so drin mit diesen. Ja, das ist okay, ist okay. Achtung, Bubble. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Flash, Auto-Attack. Boom! Damn, da bist du down! Alter, den hab ich! Boom. Den hab ich! Ja! Den hab ich bekommen! Ja, übel! Und du kannst auch noch seinen Flash aufnehmen und den BM. Aha, ist meiner! Achso, das meinst du mit BM? Ja. Was wir jetzt haben, ist quasi ein Lead in der Lane und wir haben Redemption. Und Redemption ist so broken, weil es macht Damage am Minions, Damage am Gegner und halt dich. Du kannst den Fight nicht verlieren. Bau mal, so wie du spielst, bau mal Schienen. Ganz ehrlich, das baut kein Mensch. Ja, aber ich glaube, es passt zu dir. Spiel Seil, guck mal. Ja, ist übel, du kannst auch zwischen den Laufanimationen wechseln. Echt? STRG 5, 6 oder so, ich weiß nicht genau womit. Da, krass, oder? Das hat den Jojo. Minion dematerialisiere auf das Kenne-Minion. Und sobald das weg ist, gieß einfach ein Protobett rein. Hau ihn einfach mal aufs Maul. Okay. Ja, und jetzt hinterher wegen E. Die Idee ist quasi immer, du nutzt deine aktiven Items, damit du die Bubble triffst, weißt du? Okay. Weil der deckt sich, oh, ich bin safe, bin hinter Minions. Deletest die Minions, Bubble, okay. Easy goal. Ist alles chillig, ne? Immer Q nach hinten ins. Oh, auch nicht schlecht. Achtung, Udir, du musst. Ah, du, ich glaube, du bist, glaube ich. Ah, wobei, denk an einen Pot vielleicht auf der R-Taste. Ja, überlebst du. Ah. Ja, kannst killen. Oh, Auto-Attack, oh mein Gott! Ich bin der beste Spieler! Einfach vorbei! Ich bin der beste Spieler! Ja, den R niemals als Escape benutzen! Okay, bleib stehen! Oh mein Gott, du hast die Meta verändert. Klasse. Das war jetzt echt. Das ist mega. So, jetzt hier Mini-Dematisiere wieder auf das Ding, was wir haben wollen, ne? Das ist einfach die so I have fun-Taktik. Jetzt hat er deine Ult, ja, who cares, ne? Achtung! Der Nunu kommt. Du hast einen Mate. Oh, so eine schöne Bubble! Und jetzt. Boom! Alter, Ultimate Auto Attack. Zack, boom, Alter. Ja, gut. Ist das schön. Aber wir haben ihn bekommen. Und die fährt Skateboard. Ja, es ist einfach sick, ne? Oh, schön. Und jetzt, denk nach. Ja, sehr schön. Ja, ganz klasse, Kalle. Das ist schon wieder der nächste Kill. Ja. Guck mal, wie easy das ist. Das ist wirklich einfach. Und man fühlt sich krass, oder? Man fühlt sich richtig geil. Ist übel nice. Oh, nochmal. Push weiter, komm, einfach rein da. Und jetzt wieder nach hinten und nach vorne laufen, ne? Da kannst du wieder über. Mit dem E. Ach, schade, aber kannst du jetzt über Q nach hinten? Und jetzt. Boom, Alter. Sehr schön. Oh, ich hätte ihn noch igniten müssen. Ja. Okay, Exhaust auch noch drauf. Ja, wunderbar. Funktioniert. Kid ist da, ne? Bleib dran. Zack. Hä? Der ist gedashed. Hä? Oh, schade. Aber jetzt Q und dann Heal aktivieren. Zack, weil damit. Jetzt das Ignite aufnehmen. Ignite, komm mal, was willst du machen?
Oh shit, das würde er machen. Okay, das war's nicht jeder. Den habe ich nicht kommen sehen. Oh ja, Q nach hinten. Wo bist du gelandet? Alter, du hast die Kamera zentriert, oder? Nein, Achtung, ein Timo rechts von dir. Guck mal da, ein E, zack. Ja. Ja, sehr schön. Oh, klasse, der Mensch. Ja, einfach mal gehabt bleiben. Aber bring Q wieder nach hinten, Q wieder nach hinten. Muss immer den Q nach hinten schon schmeißen. Zack, den E noch. Ah, jetzt den E. Ja, jetzt wieder den Q. Ja, Q. Und dann Ultimate. Nein, wo läuft du denn? Was mach ich denn? Egal, leider, warte. Oh, Decker hier. Ja, sehr gut. Q nach hinten, Q nach vorne. Sehr gut, ja. Oh! Der E auf den U, der vielleicht jetzt nochmal. Ja, Kalle, der gibt alles. Oh, wunderschön getroffen, aber jetzt muss uns Helene rennen. Oh, ich will noch den U. Warum ist der denn so Mental Boom? Oh mein Gott, da liegt ein Flash. Da liegt ein Flash. Oh, es ist so knapp. Ja, war eine gute Runde, Johnny.